Hallo ihr Lieben, heute erzählt Marasi von Victorias ersten Kindergartentag. Gebt mir bitte einen Daumen hoch, wenn euch die Geschichte gefallen hat oder abonniert meinen Kanal. Danke fürs Anhören und viel Spaß! Victorias erster Kindergartentag. Der kleine Alexander wohnt mit seiner Mama und seinem Papa am Waldesrand, weil sein Papa Förster ist. Der Förster passt auf die Tiere und den Wald auf. So wie es Alexander am Samstag versprochen hatte, passte er am Montag auf Victoria im Kindergarten auf. Er zeigte ihr die Gruppenräume, den Spielplatz, die Toiletten und den Schlafraum. Victoria war froh, dass sie wenigstens Alexander kannte, obwohl sie in einer anderen Gruppe war. Alexander war ja schon größer und ging in die Eisbärengruppe. Victoria kam in die Eichhörnchengruppe. Beim Spielen draußen blieb aber Alexander die ganze Zeit in ihrer Nähe. Und als der große Timo ihr das Förmchen weggenommen hatte und sie weinte, holte Alexander es ihr wieder und schimpfte mit Timo. Alexander fand es toll, dass er Victoria helfen konnte. Es fühlte sich so gut an. Max und Leon neckten ihn zwar und nannten ihn den Mädchenaufpasser, aber das war ihm egal. Als Victorias Mama die zwei vom Kindergarten abholte, das hatten die Mamas beschlossen, dass immer nur einer fahren musste, fragte sie Victoria, wie der erste Tag war. Victoria strahlte Alexander an und sagte, »Toll! Und Alexander hat mir geholfen, als ein Junge mir das Förmchen weggenommen hatte.« »Das war aber nett von dir«, sagte lächelnd die Mama zu Alexander. Nach dem Mittagessen und Victorias Mittagsschlaf spielten die zwei Kinder im Garten. Sie spielten Verstecken, Fangen und wechselten sich beim Schaukeln ab. Doch dann fiel Alexander von der Schaukel und schürfte sich das Knie auf. Er weinte heftig. Seine Mama hatte es in der Küche gehört und kam herausgelaufen. Sie nahm ihn auf den Arm und tröstete ihn. Als Alexander sich vom ersten Schreck erholt hatte, humpelte er zum Liegestuhl. Mama wusch ihm das Knie sauber und machte ein großes Autopflaster darauf. Aber es brannte noch ziemlich. Alexanders Mama musste jedoch wieder in die Küche, da sie gerade Marmelade kochte. Victoria setzte sich zu Alexander und nahm seine Hand. Das fand Alexander schön, so getröstet zu werden. Als er etwas trinken wollte, holte Victoria ihm etwas und brachte ihm auch Kalli mit. Alexander lächelte. Victoria verschwand noch einmal ins Haus und kam mit Keksen und einem Kartenspiel zurück. Dabei vergaß Alexander seine Schmerzen. Als es doch noch einmal mehr brannte, holte Victoria ihm ein Kühlpad. Mit dem wurde es dann richtig gut. Beim Spielen fiel dann auch noch Kalli von der Liege und verletzte sich an der Hand. Auch er bekam ein Pflaster. Dann spielten sie noch mit Autos auf der Liege. Und so hatten sie doch noch viel Spaß. Zum Abendbrot brachte Mama einen großen Teller mit belegten Broten nach draußen. »Picknick auf dem Liegestuhl«, scherzte Alexander. Nachdem Mama ihm im Bett die Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen hatte, sagte er, »Mama, es ist richtig toll, dass Victoria hier wohnt und sie meine Freundin ist. Sie hat mich heute Nachmittag getröstet.« »Ja, das ist wirklich schön«, entgegnete Mama. »Und es ist doch ein schönes Gefühl zu wissen, dass du ihr helfen kannst, aber auch, dass Victoria für dich da ist, wenn es dir nicht gut geht, oder?« »Ja, das ist es«, sagte Alexander lächelnd. Als das Knie noch etwas wehtat im Bett, dachte Alexander daran, wie Victoria ihn heute umsorgt hatte. Und bei dem Gefühl tat es nicht mehr so weh. Und er dachte daran, wie viel Spaß sie hatten. Dabei schlief er ein und schaukelt bestimmt mit Victoria ganz hoch in den Traumhimmel.